Was? So viele Papageien stehen zur Wahl, doch welchen will ich, ist es deine Qual. O liebliche Vögel, die ihr fliegt, habt Mitleid mit mir und singt mir ein Lied. Pa pa pa! Pa 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 pa! Pa 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 pa! Pa 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 Papagei! Pa 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 Papagei! Was? Ach so, das hatte ich jetzt gar nicht gelesen. Verdammt. Nee, Käse. Die Kerzen brennen, obwohl es gerade erst Mittag ist. Es muss zu jeder Zeit, Tageszeit dunkel sein. Es hängt nur an einer Kette. Müsste der nicht fallen? Vielleicht. So, was haben wir denn hier noch so? Klopf, klopf! Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Nee, das ist Palim Palim. Klingt, als wäre es leer. Die Leute hier mögen ihren Tomatensaft. Oh ja, genau Tomatensaft. Genauso wie das eine Taverne ist. Hm. Was? Schade, dass es kein Traubensaft ist. Right? Hm. Oh, noch ein Rätsel. Überlass Sophie einfach mir. Ach, warum klappt das denn nicht? Doch. Ich habe ihr extra schon ein Bett gemacht, in dem sie sich ausruhen kann. Es ist besser, wenn ihr zwei euch um die Nachforschungen kümmert. Vielen Dank, Barbara. Barbarossa. Barbarossa, Anne. Please take my man. Nein, was? Schau, schau, hier steht ja jemand, sieht ja jemand glücklicher aus als ein Kind im Süßwarenladen. Das hier ist kein Süßwarenladen. Haha. Na ja. Das habe ich dir zu verdanken. Was meinen Sie damit, Herr Reut? Das erzähle ich dir, wenn du älter bist. Das ist nicht wichtig. Oh, dabei hätte ich fast vergessen, dass ich noch ein listiges Rätsel für dich habe. Na, denkst du, du kannst es lösen? Was ist da unter meinem Top? Ich weiß es! Eine Hinweismünze! naja, Luke wäre da besser geeignet. Er ist der Rätsel-S. Ja. Oh, kennst du das eine Pokémon, das Bromley hat in Sun und Moon? Tech-S. Ja. Rätsel? Haben Sie Rätsel gesagt? Überlassen Sie das nur mir, Mr. Wright. Da haben wir es. Mister. Ja, nenn ihn ruhig weiter, Mister. Gut. Siehst du, Barbara? Ich enttäusche dich ja nur ungern, Kleiner, aber dieses Rätsel ist nur was für Erwachsene. Das finde ich gut. Ei, zeig dem Kleinen mal, was du kannst. Fangen wir an. Genau, zeig ihm, was du kannst. Ach, das wieder. Zum Roten Kelch 2. Schiebe den roten Kelch in die rechte untere Ecke des Tisches. Lass den roten Kelch von den Dolchen abprallen, sodass er über den Tisch gleitet. Die Richtung hängt dabei vom Winkel ab, den die Dolche haben. Mhm. Achte darauf, dass kein grüner Kelch auf der anderen Seite ankommt. Die Kelche tauschen beim Zusammenstoß den Platz. Mhm. Also, und der rote soll... Ach du Schande. Also wenn der dagegen geht, dann... Ja, das muss er ja erstmal, weil sonst würde er rausfliegen. So, dann geht der Kelch weiter. Wahrscheinlich da lang und dann dahin und dann... Darum geht nicht. Okay, dann... Ich hoffe, der Kelch geht an mir vorüber. Also der muss dann... Nee, nach oben muss er schon, aber... Ach so! Nee, dann geht er ja da runter und dann... Und welchen ein Goldkelchen? Mal überlegen, was
Was wäre dann, wenn ich den nach unten machen würde? Dann würde der da rübergehen, dann geht der da nach oben. Oh weia, oh weia, oh weia. Okay, dann. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Wie macht man das denn? Oh Gott, ich komme gerade schon nicht mehr mit. Also der. Auf jeden Fall von hinten her, würde ich sagen. Von hinten? Von hinten ist immer besser. Ja, hast du recht. Nee, also ich meine ja schon mal, also jetzt geht ja der. Ich mach mal eine Notiz. Der geht dagegen, tauscht hier den Platz. Dann muss der erstmal sowieso dahin, weil wenn er nach unten geht, geht sowieso nichts mehr. Dann muss er so rum. Außer. Nein. Du musst es anders machen. Genau, dann geht genau, nämlich sonst, der Rote sonst, auch sonst wieder bleibt weiter. Der Rote ja stehen. Richtig. Ja. Ah, das wird wahrscheinlich immer wieder so. Gut, dann weiß ich auch schon so. Ich frage mich nur, da wäre aber ein Testlauf nicht schlecht, ob der Rote ein Feld vor dem Grünen stehen bleibt oder ob der auf dem Feld vom Grünen stehen bleibt. Das wäre interessant zu wissen. Wahrscheinlich bleibt er auf dem Feld vom Grünen, nehme ich an. Warte mal, also, Er bleibt auf dem Feld vom Grünen, ja. Er bleibt nicht ein Feld davor stehen, weil er ja dagegen stößt. Nee. Die tauschen den Platz. Okay, also ich versuche das jetzt nochmal mit der Notizfunktion. Wir machen mal das weg. So, dann geht das nämlich dahin. Da wird der Platz getauscht. Dann wird hier... So, wieder getauscht. Der Rote geht weiter. Der muss jetzt wiederum hier hin. Dann wird hier Platz getauscht. Dann muss also theoretisch das dann so... Dann muss ich dafür den erstmal rumdrehen. Dann musst du auch den unten drunter gleich drehen. Ja. Und den hier. Unter dem grünen, genau. Genau, und Notizfunktion, so, dann geht das nämlich hier so weiter. Der Rote geht hier weiter. Ist jetzt halt die Frage, also... Moment. Der muss definitiv so sein. Nee, doch so sein, wie er jetzt ist. Der muss dann so sein, auf jeden Fall, der Spiegel. Drehen sich die Spiegel beim... Nee, eben. Aber der kann ja auch von der anderen Seite kommen. Nee. Wieso nicht? Kann der von oben kommen, na, rein wenn theoretisch. Wenn der so ist, dann... Der links dann... daneben? Hä? Der links daneben auch anders? Nee, wieso? Nein ich meine nur, wenn der jetzt so steht, der Spiegel, oder so steht, kann der nicht von links kommen. So oder ja, so nicht, natürlich. Weil er nicht ins Aus geht. Also der muss so stehen. Aber wer sagt, dass er nicht von links kommt? Wie soll er denn von links kommen? Wenn er von links kommt, dann kann er durch den Spiegel gar nicht in den Pfeil umgelenkt werden. Der geht entweder nach oben. Und vom Pfeil weg. Nee, der muss schon so offen sein zum Pfeil. Ja. Also genau, wir wollten es ja mal von hinten aufrollen, ne? Na, jetzt sind wir schon so weit, jetzt würde ich schon so rum weitermachen. Nee, also warte mal, dann würde ja theoretisch... Das ist vor allem deswegen schwierig, weil du die Grünen ja noch mit einberechnen. Ah, nee, dann weiß ich auch, wie es gemacht wird. Der Grüne geht nämlich hier so rum und schmeißt den Roten dann weiter und dann da raus. Nee, so kann es aber nicht sein, glaube ich. Doch. Der kommt dann nämlich von hier oben. Hol nochmal deine Zeichnung raus. Ah, warte mal. Aber warum soll das nicht gehen? Klar, so rum. Dann. Notiz. Ich bin da sehr skeptisch. Nee, der geht hier unten lang, geht ja, dann hier dann rüber. Wenn es so steht. Dann geht er jetzt nach unten weg. Der soll ja nicht. Der soll erstmal die anderen mitnehmen. Die anderen Kelche. Ich verstehe es nicht. Und nicht direkt zu dem. Also, warte mal, erstmal. Ja, aber wie soll es jetzt weitergehen von der. Genau. So. Ja. Und dann. So muss es sein. Und dann so. Würde ich erstmal. Und dann. So. Dann geht der Rote wiederum hier runter. Nee. Darf er nicht. Soll er ja nicht dafür. Aber, Moment, dann... Wie kann man das machen, dass... So kann es nicht sein, da fliegt er raus, glaube ich. Na, warte mal, ja, wenn er so macht, ja, stimmt, nee, dann... Dann, also wenn ich den... Wenn der Rote hier hinkommt, dann... Oh Gott. Drehst wieder in die andere Richtung, so kann er nicht stehen. Nee, warte mal, also ich mache erstmal die Notiz hier weiter. So, dann so rum... Dann schmeißt er den weg. Der hier geht nach oben. Oder könnte natürlich, aber nee, das ist auch. Das geht gar nicht. Das den Roten ja wieder einsammeln. Das ist so schon ja, richtig. Ja.
dann würde das ja eigentlich so und in dann die schiebt Richtung. Er den an und dann nimmt er den roten wieder auf nach dem nächsten Spiegel. Aber ja, dann würde er den roten wieder aufnehmen, aber wie soll denn das dann weitergehen? Weil wenn er nach oben geht, geht er raus. Wenn er nach unten geht, ja, aber wenn er nach unten geht, wird der grüne Kelch nach draußen geschleudert. Das ist das Komische an der Sache. Ich mach meinen Testlauf erstmal so, wie es ist. Ob das alles so stimmt, wie ich mir das denke. Ja, die bewegen sich nicht. Und alles. So, und da geht er raus. Und auf der anderen Seite würde er runtergehen. Oder, nee, wenn ich jetzt natürlich so machen, nee, das geht ja gar nicht. Aber, gibt es noch eine andere Möglichkeit, die man nutzt? Also, eine andere Spiegelkonstellation. Ah, nee. Oder? Nee. Der würde nach unten rausgehen und dann würde gar nichts mehr passieren. Also, gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, wie man das denn lenken könnte? Nee, da geht er nach unten raus. Der muss schon dann nach oben. Aber hier geht er ja dann nach... Gucken wir mal. Aber ich bin der Meinung, das geht so nicht. Ja. Das war mir nämlich klar, dass das passieren würde. Aber wie soll denn das denn dann gehen? Oder sind wir ganz auf dem Holzweg? Das kann natürlich sein. Ja. Was, wenn wir... Moment, also das... Der geht da lang und schiebt den dann runter. Da so lang. Der geht wiederum dahin. Könnte also auch so. Und das macht, glaube ich, dann mehr Sinn. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, wo du was geändert hast. Nee, so rum. So. Oder? Dann so rum. Dann so. Nee, das klappt nicht. Das klappt doch auch nicht. Also ich probiere gerade mal eine Notizfunktion. So wie es jetzt ist, wie würde er gehen? Er würde so, zack, 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 zack. Das ist ja noch komischer. Nimmt er den roten ja nicht mehr mit auf, dann bleibt er da stehen. Ja. Dann macht er aber das und das und dies und jenes. Es gibt bestimmt eine voll einfache Möglichkeit, bei der man nicht mal alles mitnehmen muss. Möglich. Warte mal. Wenn ich jetzt natürlich... Ach nee, der kommt ja dann... Das ist echt ein schwieriges Ding gerade für mich. Also, zip, zip, zip. Der kann natürlich unten lang, wenn er unbedingt will, aber sollte ja natürlich hoch und dann den mitnehmen oder auch nicht. Ach so, klar, wenn ich... Ja, wenn der das nämlich so macht, dann kann ich ja hier nicht... Nee, dann würde der definitiv rausgehen, weil die anderen kann ich ja nicht mehr verschieben. Ja. Also muss es doch so sein? Ja, so ist gut. Ja, aber da waren wir aber ja schon das vorhin. Das stimmt, das ist kein Unterschied. Ja. Das ist ein Ding, also der macht dann so. Dann überlegen wir doch vielleicht doch vom Ende her. Der rote muss da stehen, wo der letzte grüne steht, damit er dann ins Ziel geschoben werden kann von irgendwo. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Aber dazu wo soll müsste ein Grüner daher kommen? Ja, eben. Wenn der von oben kommen würde, dann müsste ja das so aussehen. Ja. Vielleicht kommt er ja von oben. Nee, nee. Also, ja, vielleicht. Also. Das wäre vielleicht sogar, ja, das würde vielleicht Sinn machen. Müsste man halt nur gucken. Also, dann würde der nämlich so den grünen schieben, so unten da den... Also, der kommt von oben, schiebt den so und wird dann so rausgeschoben. Macht Sinn erstmal. Müssen wir aber halt sehen, wie er... Wie er da rankommt, dass er... Das ist echt mies.
Es müsste ja theoretisch dann. Oh Gott. Wenn ich das so mache, nee, dann wird er da gar nicht erst hingeschoben. Also, aber wenn er so, dann. Nee, dann kommt er von da. Er soll ja. Also bei dem zweiten Grün von rechts müsste er ja schon von links kommen, damit er so hochgeschoben wird und dann. Aber wie soll er das machen? Das frage ich mich, das geht doch gar nicht. Außer man schafft es irgendwie den von. Nee, das ist unmöglich, den. Nichts ist unmöglich. Toyota. So, wenn ich den da runterkommen lassen wollen würde. Nee, nee, nee. Moment. Also, er könnte ja theoretisch von da. Ah, kommt dann sozusagen da hoch. Ich weiß es. Ja? Dreh April, mal von. April! Nee, also ich weiß nicht, was du inzwischen alles verändert hast, aber dreh mal den unter dem mittleren Grünen in die andere Richtung. Ich glaube, das ist das Der Essentielle hier. mittlere in die andere Idee hier? Genau. Ach, dass er sozusagen von unten kommt. Ah. Klar. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Aber was dann? Jetzt. Ach, fuck, lass mich. Genau, So, ja. ah, Nee, den. Ja, ich Ja, glaube, das müsste stimmen. genau. Richtig, Genau. nee, das, ja. Und jetzt würde das, glaube ich, auch dann. Jetzt habe ich den Moment. Faden verloren. Wenn ich jetzt. Moment, ich guck mal. Zack, 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 zack. Wird von dort dahin geschoben. Der geht an diesen ran. Und der geht wieder runter und nimmt den Dings mit. Mach Testlauf, wir werden es sehen. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt ist noch was falsch. Nee, ich mach das gleich. Der unter Der dem ist zweiten noch. Grün ist falsch, genau. Ja, und jetzt müsste es passen. Genau. Bing, bing, bing. Yeah! Geschafft! Da war doch gar nicht so schlimm. Nee, hat nur wieder eine halbe Die Stunde Antwort ist gedauert. offensichtlich. Die Antwort ist offensichtlich, natürlich. Rätsel gelöst. Nimm das. Nimm das. Bestechend. Das war ein kniffliges Rätsel. Der Professor wäre sicherlich stolz, dass du Luke solche Männersachen beibringst. Ja, Luke hat es ja nicht machen dürfen.